Freude. Da hinten braut sich was zusammen. Es wird ja ein paar schöne Fotos machen. So, erstmal muss ich den hier noch kriegen. Ist, glaube ich, ein Milan oder ein Falke. Der sucht doch sein Futter. Nein, ich kann jetzt nicht auf WhatsApp on gehen. Ich nehme gerade was auf, Freunde. Schade, der ist jetzt weg. Egal. Ich habe aber das Vergnügen, jetzt das hier zu filmen. Das hier, was ihr seht, ist die Gewitterzelle. Nur dass die Gewitterwolken, diese Reise nicht dunkel, sondern hell sind. Und es bedeutet eigentlich darauf hin, dass es zu einem Wärme, dass es ein Wärmegewitter gibt. Ja, soll ich jetzt eine 10-minütige oder 20-minütige Aufnahme machen? Weil die Zelle, die ich da sehe, die ist richtig schön. Wunderschön. Ich könnte heulen, weil die schön aussieht. Erstmal die Frage, ob das überhaupt eine Gewitterzelle ist, was ich da filme. Es kann auch noch was anderes sein, liebe Freunde. Mom? Spezialist, komm mal raus gucken. Das, was wir sehen. Da hinten, was ist das? Lass sie jetzt was raten von meiner Mutter. Wisst ihr, warum solche hellen Gewitterwolken gibt? Es kommt durch das Trübe, sieht man das Dunkle nicht. Durch das Trübe. Weil es schwül heiß Mama, jau. Will das Ganze gucken. Hab ich schon. Und was ist es? Ja, da kriegen wir was drauf, ein bisschen. Ja, vielleicht könnte es auch Schleierwolken sein. So, es ist jetzt der rätselhafte Freund, der auf uns zukommt.
Das sieht definitiv nach Wärmegewitter aus. Oder es ist gar nichts. Ist die Sonne. So, ich habe jetzt 10 Minuten jetzt gleich auf, weil ich muss mein Handy aufladen. Der Wind kommt schon mal. Ich werde jetzt weiter beobachten, wie es weiter passiert. Es könnten auch keine Gewitterzelle sein, sondern einfach nur Schleierwolkenfront. Ich weiß es aber nicht. Müsst ihr dann entscheiden, was es ist. Ich sag einfach nur eine rätselhafte Front, die auf uns zukommt. So, mal ciao, Freunde.